Ist jetzt nicht böse gemeint, lieber Bruder, ich weiß ja gar nicht, wie nett dieser Bruder heißt, der das geschrieben hat. So, wir haben schon gestern ein Video gemacht, wo es um Yusallu ala Nabi geht, ja. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Ja, wo es um diese Ayah aus dem Koran geht, um Surat al-Ahzab, ja. Und da haben wir schon ein Video gestern gemacht und hochgeladen, ein Antwortvideo gegen Amir. Und diejenigen, die das nicht gesehen haben, die sollten das Video anschauen, weil da geht es um den Inhalt, was es zu bedeuten hat. Und zwar aus dem Koran, ja, aus im Bukhari, aus Hadithen, Tafsir-Büchern, aus allen Tafsir-Büchern, und holen wir alles raus und zeigen, was schon davor schon die Gelehrten, wie Ibn Abbas und so weiter, wie die Hadith-Gelehrte und alle drum und dran, dass sie alle einig sind, Ijma ist Konsens, was das zu verstehen ist. Und dann haben wir natürlich noch Lexika rausgeholt, aus dem Lexikon auch nochmal erklärt, was das Yusallu ala Nabi, was es zu bedeuten hat. Und deswegen könnt ihr euch das Video anschauen. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, die sollten bitte das Video anschauen, weil hier geht es mehr um Mohammed Hijab und David Wood und ein bisschen auch die Aussage von Amir Rapur. Zeigen wir nochmal ein bisschen einige Sachen. Aber mehr geht es hier nicht, ob David Wood und ob Mohammed Hijab einen Fehler gemacht hat. Weil es bringt er so rüber, ob er einen Fehler gemacht hat, ob er was Großes, einen großen Fehler gemacht hat, ob er die befürwortet hat, obwohl er genau das Gegenteil sagt. Und das werden wir inshallah hier einfach in diesem Video aufzeigen. Ja, wir werden inshallah, also ich finde, ich habe ja bis jetzt 50 Videos gemacht gegen Amir. Das wird, wie gesagt, bis zu Ramadan noch gehen. Deswegen kommen jetzt sehr viele Videos gegen Amir. Aber irgendwann mal kommen gar keine Videos mehr gegen Amir, weil ich gar keinen Bock mehr habe. Es ist einfach nur Kopfschmerzen pur. Das ist einfach schlimmer als die Pest, sage ich ganz ehrlich. Und daher werde ich natürlich aufhören, gegen Amir Videos zu machen. Bis zu Ramadan kommen noch Videos und danach kommen, inshallah, so Allah will, keine Videos mehr gegen Amir. Deswegen kommen jetzt sehr viele Videos gegen ihn und später, inshallah, gar keine Videos mehr. Aber was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, ich habe bis jetzt über 50 Videos hochgeladen über Amir und ich finde das Video, das letzte Video, das Livestream von gestern, finde ich katastrophal. Das ist überhaupt, also er hat einen riesen Fehler gemacht. Er hat wirklich versucht, den Arabern die arabische Sprache beizubringen. Lexikon müssen wir alles jetzt zerreißen. Wir müssen jetzt von den deutschen Iranern jetzt einfach das Arabisch lernen. Ja, so ungefähr kommt es rüber. Und ich finde, das schlimmste Fehler, was er gemacht hat, war gestern in seinem Livestream, wo er versucht, Yusallu ala Nabi zu erklären, dass es heißt, dass Allah für den Propheten betet. Er sagt sogar noch, für, sowas haben wir gar nicht behauptet, sowas haben wir gar nicht gesagt, ja. Und dann zeigt er natürlich von Pierre Vogel noch ein Video von 11 Minuten, was geht. Er hätte normalerweise die ganzen 11 Minuten aufzeigen müssen. Was macht er? Er zeigt gleich ein paar Sekunden nur. Und die ganzen restlichen Videos zeigt er nicht, aus dem Grund nicht, weil er das gar nicht die Wahrheit ertragen kann. Das werden wir gleich auch sehen, dass ihn die Wahrheit einfach stört. Dass seine Seele einfach betrübt ist. Dass seine Seele gar nicht gut geht, ja. Dass er gar nicht diese Videos überhaupt anschaut. Ja, das werden wir auch zeigen. Hätte er jetzt die 11 Minuten mal angeschaut von Pierre Vogel, weil ich habe es getan. Ich habe gesehen, dass er halt gut antwortet. Er hat wirklich auch geantwortet. Also ich habe auch genauso geantwortet, so gesehen. Nur mein Video war ein bisschen länger, über eine halbe Stunde, 40 Minuten. 11 Minuten hat er auf jeden Fall alles rausgeholt. Ja, aus Übersetzungen, aus Tafsir, weiß ich nicht, aus Bukhari hat er rausgeholt, aus Lexikon und so weiter. Wörterbuch, Arabisch-Deutsch-Wörterbuch. Und das reicht eigentlich. Ja? Und auch Übersetzung vom deutschen Koran, der halt von einem Nichtmuslim übersetzt wurde. Aber was soll man da noch machen? Braucht man eigentlich gar nicht mehr. Aber es reicht für Amir nicht aus. Wisst ihr, warum es nicht ausreicht? Weil er gar nicht diese Videos anschaut. Er guckt sich diese Videos nicht an. Wir schauen uns mal an, Amir, jetzt hier. Und hier wird er sofort erkennen, er guckt sich wirklich diese Aufklärungsvideos einfach gar nicht an. Das interessiert ihn einfach gar nicht, weil er die Wahrheit gar nicht hören will. Er will die Wahrheit nicht hören, weil sein Herz verstockt ist. Sein Herz ist verstockt. Wer will denn überhaupt die Wahrheit hören? Wenn er die Wahrheit hören würde, dann würde er gar keine Videos mehr machen. Aber er muss ja weitermachen. Deswegen guckt er sich die ganzen Videos gar nicht an. Oder er guckt sich das an, aber er hat ein richtig schlechtes Gewissen und er versteht, er kommt damit gar nicht klar. Das werden wir jetzt inshallah hier sehen. Allein schon die ersten Sekunden, die reichen schon für uns aus. Hier ist es natürlich nicht so, dass der Bruder sich jetzt Unterricht von Christen angeschaut hat, sondern hat sich eine Debatte angeschaut, dem ist etwas nicht klar geworden. Zunächst erstmal ist zu dem Christen, es geht um den Sure 33, Vers 56. Und ich lese erstmal die Übersetzung vor, von drei verschiedenen Übersetzungen. Ja? Hör mal, wie unruhig. Und dann noch etwas. Wie unruhig da wird, die Seele. Dann muss man versuchen, die etwas klarer zu formulieren. Man muss immer, ist jetzt nicht böse gemeint, lieber Bruder, ich weiß ja gar nicht, wie der Bruder heißt, der das geschrieben hat.
Denn was will er hier? Guck mal an, wie unruhig der wird. Der kommt gar nicht klar. Der weiß ganz genau, dass er eigentlich Unsinn redet. Er kommt gar nicht klar. Wenn er jetzt die ganzen 11 Minuten abspielen würde, dann würde er platzen, wie eine Bombe platzen. Ja, das kommt aber gar nicht dazu. Warum? Er spielt nur ein paar Sekunden ab. Paar Sekunden, das Allerwichtigste aus dem Wörterbuch, aus Bukhari und dies und das, das spielt er hier gar nicht ab. Aber bei ABK, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, weil da geht es ja nicht um den Inhalt. Die machen sich über ihn lustig und er macht es einfach mit. ABK macht über ihn lustig, er macht mit, er peilt es nicht. Das ist, ja, aber hier geht es um den Inhalt. Könnt ihr auch Sekunde für Sekunde, Minute für Minute ihn widerlegen. Das kann er aber gar nicht. Wie denn? Ja, er kommt hier mit Bukhari, Hadith an, mit alles drum und dran an. Ja, und er kommt mit nichts an. Kommt mit David Wood an. Könnt ihr euch mal vorstellen? Mit David Wood kommt er an und versucht zu verklickern, was Allah bedeutet. Ja, Usallu ala Nabi, das ist halt für den Propheten bedeutet und nicht auf den Propheten. Ja, guckt euch mal bitte mal an. Guck mal. Tief durch. Guck mal. Tief durch, atmen. Seele, Seele. Also dürfen wir Christen ja auch Jesus angehen. Nein, erzähl nicht so einen Quatsch. Also Pivo sagt gerade, ja, guck mal, so kommt mit, dass wir halt, dass Allah halt den Propheten anbetet, ja, also so kommt es auch mit Jesus. Er sagt, das ist Quatsch. Obwohl, Pivo nimmt es aus dem Arabischen, weil Wort für Wort ist so zu verstehen, wenn man Wort für Wort, wenn überhaupt, ist so zu verstehen. Und nicht für, weil für kommt ja gar nicht vor im Arabischen. Aber guckt euch mal jetzt an, wie er sich ins Lächerliche zieht. Deswegen ist es doch das peinlichste Video überhaupt, was er bis jetzt gemacht hat, finde ich. Ja, peinlichste Video. Also ich glaube sogar Christian Prince würde ihm jetzt ein paar Schellen geben. Und sagen, ey, was hast du da gemacht, Mann? Du ruinierst gerade meine Arbeit. Mein Buch geht so, ruinierst du gerade. Das heißt doch nicht für, das heißt auf. Allah betet nicht den Propheten an, Allah betet für den Propheten. Und wenn Allah für den Propheten betet, dann muss er ja zu jemandem beten, um für ihn zu beten. Kommt doch nicht auch mit so gehirngewaschenen gewaschenen Aussagen. Unglaublich, oder? Deswegen ist auch der Titel wie so dumm. Betet Allah den Propheten an? Nein. Ja, aber so ist es ja zu verstehen. Yusallu ala Nabi. Auf den Propheten, nicht für. Weil es heißt Yusalli, wenn überhaupt, Lillah. Lillah heißt Yusalli Lillah. Ich bete für Allah. Und nicht Yusalli Allah, ja, oder so, ja. Also Yusalli Lillah heißt für. Und deswegen, weil Yusalli al-Nabi steht, hat Pirfola schon richtig übersetzt von Arabischen direkt. Er nimmt ja nicht die deutsche Übersetzung, er nimmt ja direkt die arabische Übersetzung. Und der peilt es gar nicht, er sagt jetzt was. Pirfola, guck mal, der Titel ist schon falsch. Ja, dann dürft ihr gar nicht diese Eier aus dem Koran nehmen. Dann müsst ihr was anderes nehmen, ja. Was gar nicht existiert. Wenn du den Surah aus dem Koran nimmst, Surah al-Ahzab nehmen solltest, dann heißt es Yusallu ala Nabi. Ja? Und deswegen hat das Pirfoge so gesagt, betet Allah, betet den Propheten an. Auf den Propheten so gesehen. Ja? Und so ist es übersetzt. Und was macht er daraus? Guckt euch mal an, was er hier daraus macht. Er sagt, für den Propheten. Das hat doch keiner behauptet. Das kann doch nicht sein. Die Muslime wollen uns nicht verstehen. Die wollen nicht uns verstehen. Aber Yusallu ala Nabi. Ja. Kein Christ behauptet, ihr müsst nicht zuhören, ihr Muslime. Euch fällt es schwer, den Christen zu folgen. Mir kommt das manchmal so vor, als seid ihr dazu bestimmt worden, ignorant zu bleiben, ohne Spaß. Oh Gott, unglaublich. Das ist ein Phänomen, was ich bei Muslimen wirklich... Das ist wirklich gerade ein Phänomen. Ich weiß, das ist kein Phänomen mehr. Das ist kein Phänomen. Phänomen wäre es ja, das ist nicht mehr Phänomen, dass du solche Fehler machst. Entdeckt habe. Über die ganzen Monate und Jahre in den Diskussionen und so weiter. Ich zeige denen, dass das dort eindeutig steht und sie wollen es nicht wahrhaben, versuchen es zu missinterpretieren, kommen mit den übelsten Ausreden und. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, viele Christen haben das ja auch irgendwie mitbekommen, dass wenn sie jedes Mal mit Muslimen im Gespräch sind, merkt man richtig, wie sie versuchen, jedes Mal eine Ausrede zu finden. Das ist ja krank, ist das. Unglaublich. Ja. Das ist ein Riesenfehler, was er gerade macht. Und dann sagt er noch bei ganzen Diskussionen, bei welchen Diskussionen denn? Was für Diskussionen denn? Er redet doch mit der Kamera. Mehr redet er doch gar nicht. Er hat doch niemanden zu diskutieren. Er lässt doch gar nichts zu diskutieren. Offen. Wir sagen doch, komm, lass uns diskutieren. Komm, gucken wir mal an, Wörterbuch überall, was Allah bedeutet. Für oder auf. Ja? Gucken wir doch mal rein. Machen wir extra eine Debatte nur für dieses Thema. Ja? Wenn du willst.
Nur für das Thema. Ich hole aus den ganzen Lexika alles raus, ja. Gucken wir mal an, was da geschrieben steht. Aus Lexikon, Nissan und Arab und so, ja. Das sind Wörterbücher, die Lexika, die arabische Sprache hervorgebracht haben. Ja, das ist ja kein Kindergartenwörterbuch, ja. Aber wir sollen den deutschen Iraner glauben, der kein Wort Arabisch kann. Kein Dini-Mini-Show, ja, wo er sagt. Nur bei den Muslimen bestaunen. Richtig haben es wir zu tun mit purer Ignoranz. Es ist wirklich ein Ärgernis, ist das, ehrlich. Ihr Muslime müsst auch Christen zuhören, die euch etwas sagen. Wir sollen die Christen zuhören und wir sollen die arabische Sprache ändern. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Das, ey, richtig krass, miese Brise, ganz ehrlich. Das ist eine miese Brise, was er da gerade sagt. Kann man Stück für Stück auf die Thematik und Argumentation eingehen? Stück für Stück soll man Thematik eingehen. Aber der Titel allein ist ja schon falsch. Betet Allah den Propheten an. Das hat doch nie kein Christ der Welt behauptet. Doch, Salu ala Nabi. Wenn überhaupt, musst du so verstehen. Auf den Propheten. Allah betet auf den Propheten. Auf. Das Wort im Deutschen ist schon falsch. Deswegen sagen wir, das sind Segenswünsche. Das ist Rahma gemeint. Dass auf den Propheten der Rahma ist. Ja, auf den Propheten Rahma passt schon, ja, weil für den Propheten Rahma geht er nicht. Auf den Propheten ist der Rahma, seine Barmherzigkeit ist auf den Propheten, ja, auf den Propheten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich als Barmherzigkeit für alle Welten, für alle Weltbewohner herabgesandt. Und das ist Rahma, Rahma, ja. Deswegen, auf den Propheten kann man niemals in Arabischen mit Salah, mit Gebet definieren. Unmöglich. Weil es schon von der Sprache her schon alles verkehrt ist. Alles komplett verkehrt ist. Es steht, dass Allah für den Propheten betet. Und wenn Allah für den Propheten betet, dann muss er zu jemandem beten, um für Mohammed zu beten. Mama. Darum geht es. Und der versucht, dass sie voll zu verschweigen und gleich mit seinen ganzen Wortspielereien, der lässt nicht Yusalliala, lässt er nicht als möge Allah auf ihn beten. Er versucht das mit Segen zu übersetzen oder beziehungsweise auch diese ganzen... Ja, weil es Imam Bukhari, Ibn Abbas in Bukhari das getan hat. Okay, das haben wir schon im ersten Video gezeigt. Für die Leute, die das nicht, die halt, ja, die sagen, okay, die wollen mehr Inhalt sehen, die können gerne das Video anschauen. Die können auch das Pierre-Vogel-Video anschauen, das reicht auch vollkommen aus. Die können auch Pierre-Vogel-Video anschauen. Oder die können das Video von mir anschauen, von gestern. Da steht Yusallu al-Nabi, ja, heißt Ibn Abbas. Ein Sahabi, Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der Zeit vom Propheten gelebt, sagt, das ist einfach Segenswünsche, Rahma gemeint, unter anderem. Der Koran, haben das mit dem Segen, dass Allah den Segen auf den Propheten spricht. Ja, dann frage ich mich, wenn das mit Segen übersetzt wird, was bedeutet dann Baraka? Es gibt zwei verschiedene, das ist auch wie gesagt, das Baraka, dies soll jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, sollen wir die Sprache ändern jetzt? Es gibt manchmal Wörter, die haben zwei Bedeutungen, die können mehrere Bedeutungen haben. Ja, und das Wort Baraka kommt ja gar nicht im Koran so vor, auf diese Art und Weise, auf den Propheten, nie, nirgendwo. Das sind einfach Synonyme einfach. Hast du schon mal Synonyme mal reingeschaut, was Synonyme bedeuten, Amir? Der wundert sich gerade, was heißt Baraka? Hat er wieder ein neues Wort gelernt. Ja, Hatstrafe, Baraka. Ja, Dini-Mini-Show. Ja, das sind so neue Wörter, die er so benutzt und denkt, der wiederholt sich so 10-mal hier. Baraka, was heißt denn Baraka? Baraka, Baraka, was weiß ich, was er hier sagt, ja? So, Amir, pass mal auf. Wir gucken einfach mal Synonyme rein, ja? Oder macht mal nächstes Mal einfach, wenn du ein Video machst, davor, bevor du das Video hochlädst, guck mal Synonyme, Wahnsinn, gib da Wahnsinn ein, dann wirst du auch andere Wörter sehen, dann wirst du nicht mehr sagen, Wahnsinn, ey, Wahnsinn, seht ihr, was hier passiert? Wahnsinn! Wahnsinn! Dann wirst du vielleicht sagen, Narrheit, absurd oder andere Wörter benutzen, ja, und nicht immer, nimmer Wahnsinn! Es ist ein Wahnsinn! Seht ihr, was passiert hier? Machen wir hier weiter einfach. Ja, einfach Synonyme müssen suchen, Amir. Wirklich. Wahnsinn, 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 ey. Dann sagt er auch manchmal, verdammt nochmal! Verdammt nochmal! So oft, wie ihr das Wort benutzt, wirklich, ich hab's in meinem ganzen Leben schon so gut wie nicht gehört, ja. Verdammt nochmal, hat Jesus schon mal gesagt, verdammt nochmal. Aber dieser Mensch benutzt es fast, ja, es ist... Oder Jubelik. Jubelik. Versteht ihr nicht, ich versuche da irgendeine Täuschung gerade, dass eine Täuschung stattfindet. Täuschung, unglaublich.
Wörterbuch steht es geschrieben und Täuschung. Die Täuschung ist Google sogar. Warte, wir kommen gleich noch zu Google. Eindeutig Täuschung statt, was von deiner Seite kommt. Das nennt man Takia, was du gerade machst. Du versuchst, eine Katastrophe zu verhindern. Und wenn es nicht möglich ist, die Wahrheit zu sagen, so ist dir die Lüge erlaubt. Also wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt, siehst du, was für eine Religion das ist? Unglaublich, ist oder? Dass der Allah immer noch mit für, unglaublich. Ja, also diese Aussagen von Imam al-Ghazali im Hintergrund. Ach, auch Lüge. Dazu werde ich auch inshallah ein Video machen. Was für ein Ghazali, ey? Was redet der für ein Mist, Mann? Niemals einem Muslim vertrauen und glauben. Er lügt. Ja. Ich verkauf mein... Unzucht pur, schläft, Frau... Bett gebracht, Frau will sich bekehren, was macht der? Ja, schläft mit der Frau erstmal und danach geht er Buße tun und danach wird sie erst bekehrt. Überlegt mal, so ein Mensch ist das hier und erzählt von Lügen. Nutzt Jesus Christus, nutzt seinen Glauben aus, damit der Unzucht treiben kann. Ja, das haben wir schon alles eingeblendet und gezeigt von dieser Frau, wo die halt sogar, subhanallah, die Frau war sogar am Weinen später. Er hat eine Frau zu Weinen gebracht, weil er durch die Unzuchtaffäre, weil diese ganzen Sachen nochmal hochgehen, ne? Die Sache geht nochmal hoch, denkt mal auch, wo, was passiert. Und erzählt hier von Lügen, Betrügen oder was? Er nutzt doch Jesus aus, dieser Gestalt. So billig, ich gehe dann in den Tod, weil ich bin ja von irgendetwas... Ja, ja, Tod. Wenn es so weit ist, wirst du Ratten anbeten gehen, ja? Wenn es so weit ist. Er weiß nur ganz genau, ey, dass er hier... Um zu verleugnen. Aber hier weiter. Da mögen die Muslime denken, auch, er betet ja für den Propheten, aber wenn er für den Propheten betet, dann muss er ja zu jemandem beten. Und immer noch für, obwohl Allah steht auf, unglaublich. Wer betet denn Allah, wenn er selber der Gott ist? Ihr schießt euch in den eigenen Fuß, ey, heftig. Das müsst ihr euch mal geben, krass. Also wenn es Christentum ist, ist Christentum am Ende. Sind alle Christen die Feinde? Er ist Muslime. Wenn das das Christentum ist, sind alles die Feinde der Menschheit. Weil dieser Mensch ist ein, das ist doch der letzte Abschaum. Guckt euch mal an, wie dieses Gesicht so am Lachen ist, lacht aus, hat gar keinen Respekt. Kein Respekt. Gleich gucken wir uns mal die Debatte an. Was du hier sagst, das versteht ihr, hier fängt die große Täuschung, dass hier eine Katastrophe stattgefunden hat und Mohammed Hijab danach von den Muslimen so fertig gemacht. Das stimmt doch gar nicht, was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Mohammed Hijab wurde fertig gemacht von den ganzen Muslimen. Dass er sowas so erfindet, so Mythomanie leidet, Schizophrenie leidet, ja? Das ist doch Schizophrenie pur. Dass er einfach so Sachen erfindet einfach und sagt. Ja, dass er das zugegeben hat. Siehst du, wie täuscherisch die Muslime sind? Oh Gott, ey. Nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag zu lügen und den anderen als Kafir abzustempeln und diesen Takfir zu machen, das ist... Für ihn sind doch alle Christen in der Hölle, die Katholiken sind in der Hölle, die ganzen Orthodoxen sind in der Hölle, sind nur, er sagte mit Rissa zusammen, wenige werden nur gerettet sein, sehr wenige. Sagte doch so Handvoll Leute ungefähr so, ja. Diese Religion ist in sich so vergiftet und so am Ende, das ist nicht normal. Für den ist einer nur Christ und gerettet, wenn er gegen den Islam ist. Den Islam bekämpft, dann ist er gerettet. Nur dann ist er gerettet. Ansonsten sind es alles Judas, alles Verräter. Wir haben jemanden aus der Gemeinde, von denen, von der Gemeinde, der hat ausgesagt, dass diese Menschen falsch sind, dass deren Herzen verhärtet sind, dass sie gar nicht gerne die Wahrheit sprechen. Das hat schon jemand gesagt. Also es ist, dass sie einfach hetzen untereinander und so weiter, dass sie Christen unter Druck setzen und als sobald die nicht befürworten, was sie sagen, dass sie halt als Judas angesehen werden. Ja, das hat schon ein Christ ausgesagt. Guck dir die Debatte an. Was der Mohammed Hijab den Islam für einen Krater verpasst hat und das zugegeben hat, dass Allah betet, nicht segnet, sonst hätte er gesagt, nein, das Wort, wie du das gerade versuchst, da dich rauszureden. Nein, er hat es zugegeben. Hat er gar nicht. Das ist die größte Lüge überhaupt. Und seine Engel beten für den Propheten. Hat er gar nicht. Genau das Gegenteil hat Mohammed Hijab gesagt. Was für ein Lügner, oder? Genau das Gegenteil. Aber das haben die nicht verstanden. Die haben es wirklich nicht verstanden. Nicht zu dem Propheten. Guck mal hier. To speak to the Father. Makes much less sense, even the Islamic concept of God, for Allah to pray. Yeah. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, surely Allah and his angels pray for the prophet. O you who believe, pray for him and salute him with him. Ja, David Wood hat das gebracht, die Surah 33, ja, Vers 56.
Und da steht, die wahre Übersetzung heißt, gewiss Allah und seine Engel beten für den Propheten, oh, die ihr glaubt, betet für ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Das ist die wahre Übersetzung. Ilan Nabi, da steht Allen Nabi auf den Propheten und nicht für den Propheten. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe aus dem Arabischen. Zu verhindern, um den Muslimen diese Katastrophe nicht zu zeigen. Und guck mal, wie Mohammed Hijab zugibt, dass Allah betet. Guck. Es ist vorbei. Du kannst reden, wie du willst. Er denkt wirklich, der Mohammed Hijab hat es gesagt. Unglaublich. Translators try to hide this by translating it as Allah and his angels send. Hier. Übersetzer versuchen das zu verbergen, indem sie es so übersetzen, dass Allah und seine Engel Segenswünsche senden oder Gnade senden oder sie preisen ihn. Das Problem hier ist, es steht, das, was Allah tut, ist Salah. Und das habe ich euch gerade sogar bei Google einen unabhängigen Übersetzer gezeigt, der wieder auf meine. Machen wir jetzt mal hier, David, hier ganz schnell, oder wir machen anders, wir machen mal weiter. Ist noch auf eurer Seite. Beten bedeutet Salah. Und das wissen wir alle. Das wissen wir alle. Er hat es auch mit Google gezeigt. Und er hat so gemacht, dass er Salah aufzeigt. Manipuliert. Das werden wir auch nochmal zeigen, kurz. Versteht ihr? Das ist unfassbar, was die Muslime betreiben. Täuschen und lügen, bis sie an ihr Ziel kommen. Und so setzen die auch ihre Seele aufs Spiel. Das müsst ihr euch mal geben. Und gehen an einen Ort, der... Das Problem ist, dass die meisten den. Lass doch mal den David Wut abspielen, mein Junge. Voll ADHS, ja. Meine, wirklich ADHS. Minderwertigkeitskomplex, ja. David Wut hassen, weil er den Islam entlarvt hat. Ich sage ganz ehrlich, du wirst viel mehr gehasst als David Wut. Komplett ruiniert. Alle seine Videos sind hochgebildet und hochgebildet. Hochgebildet? Für und Allah kann er nicht mehr unterscheiden, Mann. Hochgebildet. Der das war lächerlich. Also ganz ehrlich gesagt, Alhamdulillah, dass ich bis zu Ramadan mache, weil ich finde, das war wieder mal so eine Aussage, wo es heißt, Ramadan, stopp, nicht mehr mit diesen Leuten nicht beschäftigen. Weil ich finde, das Video war katastrophal von Amir Rapur. Guck mal, er sagt, hochgebildet an einen Menschen, der nicht mehr Allah weiß, was Allah bedeutet hat. Allah, vergiss mal jetzt, Yusallu Allah, Allah Nabi. Vergiss mal das, Allah, nur Allah, dass er das nicht mehr weiß. Allah Mektabi. Auf dem Tisch, ja, und dann noch jemand, der auf der Klapse war und Schizophrenie hatte. Also seine Biografie musst du mal lesen. David Wood leidet unter Schizophrenie und hat, glaube ich, irgendjemanden sogar, Allahu Alam, getötet oder so, ermordet. Der wurde angeklagt und so weiter. Der Typ ist ja richtig irre, ja, der Typ, seine Biografie, ja. Schizophrenie und Klapse war er. Und irgendwas war da, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, der hat den Islam studiert, oh. Wirklich. Nicht tausend, aber der hat sich von Debatten geführt. Er ist qualifiziert, den Islam zu erklären sogar. Er kann mithalten mit so Geistlichen, locker. Unglaublich. Er hat studiert. Das ist ein echter Studierter. Er studiert. Er hat Islam studiert. Professor. Deswegen habe ich gesagt, jedes Mal, wenn ich mir Debatten angucke von christlichen Professoren und so Imame, die versuchen, mit denen zu debattieren, dann denke ich mir, was erzählen die diese Imame denn da? Also ganz ehrlich, Amir wirklich gehört zu Klapse. Dieser Typ gehört zu Klapse. Ich finde, es gibt keinen Gestalt, der so irre gegangen ist wie Amir Rapur. Ich glaube, irgendwas stimmt mit diesem Jungen nicht. Der steigert sich tief ein, umso mehr tiefer du reinsteigerst, da kommst du gar nicht mehr raus irgendwann mal. Der steckt einfach tief in den Sumpf drinne, kommt ja nicht mehr raus. Der gehirngewaschene Mohammed Hijab, was der da sagt, um die Katastrophe zu retten. Who is Allah praying to? Wie wird Mohammed Hijab dieses Argument von David Wood widerlegen? Jetzt pass mal auf, was der macht. He says, Allah says, that Allah yusalli ala al-Nabi. And he's here saying that he prays to the Prophet. Nein, das hat er nicht gesagt. Das heißt aber, das versteht, yusallu ala al-Nabi heißt, er betet auf den Propheten, weil Allah bedeutet so. Versteht ihr nicht? Auf den Propheten. Also Allah betet, Yusallu ala Nabi, auf den Propheten. Yusallu ala Nabi. Also was Problem ist, dass Mohammed Hijab das richtig tut, weil Yusallu ala Nabi in Wort für Wort in der Surat al-Ahzab, ja, wo es geschrieben steht, Inna Allah wa malaikatahu Yusallu ala Nabi. Das heißt, auf
auf. Allen heißt auf. Deswegen hat Muhammad Hijab das Richtige gesagt. Du behauptest, Yusallu ala Nabi, heißt auf den Propheten. Er sagt, nein, für. Das stimmt doch gar nicht, für. Guck mal, hört euch mal an. So wie dumm dieser Typ ist. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es ist wirklich Dummheit. Oder Täuscher. Täuschung oder Dummheit. Weil er sagt, der Wigwood hat gesagt, dass der Allah den Propheten anbetet. Nein, er hat gesagt... Auf den Propheten anbetet, so heißt es der Yusallu ala Nabi. Wenn man es schon nimmt, falsch nehmen will, du willst falsch nehmen, dann musst du Wort für Wort Yusallu ala Nabi auf den Propheten, ala Nabi, ala Maktabi, auf dem Tisch zum Beispiel, ja. Und du musst einfach das so nehmen. Du kannst doch nicht einfach hier Yusalli Lillahi machen. Also deswegen sagt er hier David Wood hier, Muhammad Hijab. Für den Propheten betet. Unglaublich. Seht ihr, was ihr für... Gott sei Dank wurde es aufgenommen. Und jetzt kann er die... Er denkt wirklich, Gott sei Dank wurde dein Video aufgenommen. Und du machst dich doch, ey, wirklich peinlich. Von Chris und Prince kriegst du ein paar Klatschen später, sag ich dir ganz ehrlich. Und ich werde rückgängig machen. Sie ist im Internet gelandet. Und viele Muslime haben den Betrinken, haben gesagt, unglaublich. Was hast du für eine Katastrophe da gesagt? Wie Mohammed Allah betet für den Propheten? Hat er nicht gesagt. Für den Propheten betet, da musst du ja zu jemandem beten. Also es gibt einen Unterschied zwischen Yusalli Allahu, ja, und Yusalli Allah, sagt er. Weil das heißt auf, das heißt für. Aber für kommt im Koran gar nicht vor. Und er sagt, Muhammad Hijab hat einen Fehler gemacht. Muhammad Hijab verneint für gerade in Arabischen. Weil Muhammad Hijab nimmt gerade von Arabischen direkt. Und er sagt, du hast einen Fehler gemacht, David Wood. Warum? Weil du sagst für den Propheten, aber er steht auf den Propheten. Also es ist, ja, deswegen ist es der Rahma gemeint, weil es schon aus dem Arabischen. Es war Götter oder was? Und deswegen habe ich euch gerade auch in Sure 70, Vers 40 gezeigt, dass Allah so... Peinlich, wallahi, peinlich. Zu wem schwört denn dieser Allah? Wir machen mal hier weiter. Wir machen mal jetzt mal wirklich mal hier auch ihn, den Bruder hier, weil es ist seine Stimme ist wirklich belastend. Wer sowas aushält, ist ja schlimmer als die Pest. Ey. Boah, Folterei ist das, ey, die Stimme. Voll eklig. 95 AD. It's a long way. He says, Allah says, that Allah yusalli ala al-Nabi. And he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. I knew yusalli lahu, genau. It's gonna happen. I knew this was gonna happen. Er sagt, es ist ein Unterschied yusalli lahu und yusallu ala, weil es würde heißen yusalli lil nabi. Yusalli lil nabi würde heißen dann für den Propheten angebetet. Deswegen hier könnt ihr noch mal sehen. Dann machen wir hier wieder hier. Ja, yusalli ala, yusalli lahu. Ja, das sind zwei verschiedene Schuhe, sagt er. Das heißt für, das heißt auf. Und im Koran steht auf. Deswegen sagen wir, Segen sei auf ihm oder Rahma sei auf ihm. Deswegen kommt es ja aus dem Arabischen so schon rüber, so zu verstehen. Ja, aber ja, das ist einfach krank, das ist krank. I was gonna have to give you a free Arabic lesson here today. Er sagt in Arabisch, hast du schon falsch gesagt, du hast für gesagt, obwohl für gar nicht steht. Ja? Weil in Nabi steht da gar nicht geschrieben. Ja, da steht Allen Nabi. I knew it. And that's why the translators put for, not to the Prophet. Ja, und er sagt for, nicht to. Was heißt for? For heißt im Englischen auch auf. Ja, for heißt auch auf im Englischen. Das ist das Problem gerade. Arabisch kann er nicht. Englisch kann er auch nicht so gut, dass er es versteht, gerade unterscheiden kann. Weil hier in Arabisch hat er schon erläutert, dass das für bedeutet, dass das andere auf bedeutet. Ja, das hat er schon verneint. Und hier sagt er einfach, das heißt auf, wenn überhaupt auf. Aber er geht das Thema natürlich nicht so ein. Vielleicht wusste er den Hadith auch von Bukhari nicht. Kann er sein. Muhammad Hijab ist kein Gelehrter. Kann sein, dass er nicht da, ja, sich so... Kann sein, also es ist nobody's perfect. Er könnte tiefer eingehen, er könnte sagen, alle Tafsir-Bücher haben so übersetzt, alle Exegeten, Wörterbuch, überall und Bukhari, Ibn Abbas und so weiter. Ich hätte natürlich das noch viel besser erklären können, aber die sind auch unter Zeitdruck. Ja, die müssen noch ganz schnell antworten, muss man auch zugeben. Und dann kann er sein, dass er auch hier viele Fragen noch hat und die auch noch beantworten muss. Er kann ja nicht nur jetzt auch eine Frage, guck mal, wie lange jetzt mein Video gerade dauert wieder. Über eine halbe Stunde wieder, ja.
Und es ist halt so, ja. Und wenn wir jetzt kürzen würden, würde es immer noch 5 Minuten dauern. Er kann ja nicht in 5 Minuten jetzt eine einzige Frage beantworten. Bei Pierre Vogel hat es 11 Minuten gedauert. Er kann jetzt wirklich nicht 11 Minuten lang. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, finde ich zumindest, hat hier er sich voll blamiert. Ja, er hat sich wirklich blamiert. Wie viele Götter habt ihr denn im Koran? Er sagt immer noch, versteht ihr? Das ist unglaublich. Das ist Fratze und das ist Gesicht und das ist Ansicht. Polytheisten. Guck mal, die Muslime sind so dämlich, dass sie noch nicht mal sein Argument raushören. Was? Doch, die haben es ja verstanden, dass es einen Unterschied gibt für und auf. Das ist das Problem. Du hast es immer noch nicht verstanden, Mann. Du denkst, er sagt für. Er sagt ja gar nicht für. Er sagt ja hier schon den Unterschied zwischen für und auf. Er sagt, David Wood, du hast für gesagt, obwohl hier aufsteht. So gesehen, ja. Zählst du denn da um diesen Alarm Platsch? So gut gemacht, Mohammed, ich glaube, du bist der Beste. Der Beste nicht, aber er hat zumindest... Hey, warte, gucken Sie sich das an und sagen, oh mein Gott, was haben wir da gemacht? Wir haben einfach geklatscht, diese Idioten. Ich weiß nicht, wirklich, ey. Dieser Mensch, also mir kommen so irgendwelche so Gedanken gerade, aber die werde ich jetzt natürlich nicht sagen. Guck dir das an, er sagt, also was Mohammed Hijab sagt. Jetzt gehen wir mal jetzt Google rein. Also wir haben es schon gestern gezeigt, ich will es nochmal zeigen. Das ist voll schön. Ja, also wir gehen jetzt Google. Er sagt, Google ist neutral. Wir gehen jetzt Google und geben Salah ein und mal sehen, was da rauskommt, sagt. Und er sagt, guck mal, hier steht geschrieben, ja, Gebet, Gebete oder Gebet, ja. Und wie wir uns nochmal einschauen hier, bei was er hier rausholt, dann werden wir das Video beenden. Das reicht dann. Also wie gesagt, Mohammed Hijab könnte besser erklären, hätte mehr erklären können. Ja, aber er hat jetzt nicht das befürwortet, was er gesagt hat. Keineswegs. Weil er sagt ja nicht für, er sagt auf. Und gesegnet werden oder Segen aussprechen. Und nicht Yusalliala. Yusalluna, das ist Salah, das ist Beten. Das ist immer eine Aktion des Gebets, Beten. Salah bedeutet Beten. Guck hier, wenn man einfach, das ist ein... unabhängiges Programm, was weder auf meiner Seite ist, noch auf deiner Seite. Ja, gucken wir mal rein. Ich habe einfach so aus Jux und Dollerei gemacht, was dort steht. Und wenn man hier eingibt, beten auf Arabisch, haben wir Aha. Al-Salah. Siehst du? Al-Salah. Das Problem ist, dass die Muslime diese Katastrophe versuchen zu verhindern. Aber diese Katastrophe kann man nicht mehr hindern, weil Mohammed Hijab selber Araber ist. Verstehst du? Ja, Mohammed Hijab hat es auch ganz anders erklärt, als du es verstanden hast. So, jetzt gehen wir mal Google. Er sagt, guck mal, Google Salah, ja, wie ihr gesehen habt, Salah. Jetzt gehen wir mal hier Google mal rein und geben das Wort einfach mal ein. Ja, 1, 2, 3, auf die Plätze, los. Pack. Frieden und Segen Allahs sei auf ihm. Sallallahu alaihi wasallam. Hier, Salah. Frieden und Segen Allahs sei auf ihm. Allahs Segen sei auf ihm. Hier, wir machen mal ein bisschen mal größer, damit ihr auch sehen könnt. Ja, hier könnt ihr es lesen. Ja. Salli, ja. Salah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hier, dieses Wort hier. Das wird hier, wie gesagt, mit Segen bei Google übersetzt. Nur was er macht, er manipuliert. Er nimmt diese Stelle raus, weil das kommt immer auf den Satz an. Ja, du musst auch Sallallahu Alaihi schreiben, damit es auch Frieden und Segen nimmt. Aber wenn ich jetzt das hier wegmachen würde, dann würde Gebet stehen. Weil wie gesagt, es ist arabische Sprache. Und Google hat es auch so übersetzt. Wenn ich das hier wegmachen würde, dann würde hier, weg, er betete, oh, hier auch weg, hier, bete, Salah, bete, sogar, ja. Also, versteht ihr, was ich meine, meine Geschwister im Islam? Salah, ja, aber du musst ja den ganzen Satz nehmen. Wenn du schon nimmst, sallallahu alaihi wasallam, dann übersetzt Google das richtig. Friede und Segen Allahs sei auf dem Propheten. Hier. Und er kommt hier mit Google auch an, aber er nimmt nicht den ganzen Satz. Wenn du schon nimmst, dann musst du den ganzen Satz nehmen, damit es auch Google richtig übersetzt. Zumindest versucht zu übersetzen. Versucht zu übersetzen. Aber er versucht sogar Google zu manipulieren. Sogar Google zu manipulieren, dieser Gestalt, farblose Gestalt vom Feinsten. Mehr farblos geht gar nicht mehr. Und ganz ehrlich gesagt, hier, also ich zahle jeden Monat 1 Euro an Google, damit die das einfach so übersetzen. 1 Euro,
ja, damit sie so übersetzen. Das ist jetzt hier, seht ihr hier, Google, 1 Euro. Ja. Und deswegen habe ich ja die Google unter Kontrolle. Ah, mir. Was denkst du hier? Wenn schon, dann mach richtig hier, ja? 1 Euro kriegt Google von mir, damit die auch hier richtig übersetzen hier. Ansonsten. So, haben wir noch was zu sagen? Wir haben nicht viel zu sagen. Also Google ist dagegen. Ich will nicht viel reden, das reicht. Auf jeden Fall, ich finde es voll lächerlich und peinlich, dass er für nicht weiß, was für bedeutet, nicht weiß, was auf bedeutet und irgendwelche Sachen redet und sich ins Lächerliche zieht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dass er, Allah subhanahu wa ta'ala, ihn ins Lächerliche zieht. Dass wir immer wieder die Wahrheit erkennen. Dass wir unterscheiden können zwischen Wahr und Lüge. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sein wahres Gesicht immer wieder uns aufzeigt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Weil wir sehen hier, dass er einfach nur eine schlechte Absicht hat. Dass er immer wieder nur Menschen schlecht machen will. Dieser Gestalt ist einfach ein schlechter Mensch, schlechte Seele. Und schlechte Seelen wird es auch nie gut gehen. Klar, es gibt einen Spruch im Deutschen. Schlechten Menschen geht es immer gut. Aber das ist nur ein Spruch, Amir. Merkt ihr das? Die Seele, die geht's nie gut, denn deine Seele ist einfach betrübt, ja. Deine Seele ist verlogen. Nimm den Islam an, nur wenn du auch aus dem Herzen aus glaubst, ja. Weil ich weiß, dass deine Seele unruhig ist. Und es wird dir auf jeden Fall gut tun, sage ich dir ganz ehrlich, dass du auch ein bisschen runterkommen wirst, dass es dir viel besser gehen wird.